Moin und herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 14 mit dem MTV Gießen und heute zu Bundesliga-Spieltag Nummer 26 auswärts gegen Bayer Leverkusen, die auf Platz 15 stehen aktuell. Stärkemäßig sind sie ähnlich schlecht drauf. Was ist denn da passiert in den letzten Jahren? Das habe ich mich schon beim letzten Mal gewundert, weil Leverkusen ja eigentlich immer zu den Top-Mannschaften in Deutschland zählt. Aber na gut, sie sind hier abgefallen und sind keine Top-Mannschaft mehr. Und wir haben unsere Mannschaft noch frischer aufgestellt. Wir werden keine Siegesprämie ausschreiben. Die Gespräche wurden schon vor dem Spiel gegen Madrid, gegen Real geführt. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in den Textmodus rein. Es geht ja heute auch wieder nicht um sonderlich viel. Textmodus. Denn ja, ich sag mal, das gewinne 100%ig. Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Jedenfalls. Achso, ja, es geht hier nicht um sonderlich viel, weil wir ordentlich Vorsprung haben, wenn wir mal hier reinschauen. Sind wir jetzt. Oh, die Dortmunder haben jetzt schon mal ein Tor geschossen. Das ging schnell bei denen. Aber wir haben trotzdem noch 13 Punkte Vorsprung. Wenn wir das, auch wenn das unentschieden enden sollte. So, eine scharfe Reingabe von Archibaldi ist etwas zu nah vor das Tor gezogen. Benjamin Weber ist rechtzeitig unten und packt sicher zu. Beide Teams gehen zu Beginn gleich hohes Tempo. Dabei fehlt es den Zuspielen momentan aber noch etwas an der letzten Genauigkeit. Schöne Kombination ist endlich vergießen. Der Ball kommt über gefühlte 23 Stationen zu Nico Hildebrand, der den Ball aus 13 Metern am Tor von Bernd Leno vorbeischiebt. Wirklich ist das 0:1. Gekonnter Doppelpass zwischen Nico Hildebrand und Franz Knopp. Der Stürmer zielt aus 18 Metern, aber rechts am Gehäuse vorbei, weiterhin 0:0. Archibaldi hindert Stefan Hul erfolgreich am Flanken, obwohl dieser wirklich alles versucht. Das hätte sonst gefährlich werden können. Bei einem Konter über Malte Kist gelangt das Leder zum Malte Kwaliszewski, der nach innen flankt. Maurice Schumacher rettet vor Franz Kopp zur Ecke und da fällt auch noch das Tor direkt im Anschluss. Malte Kwaliszewski 0:1, Vorlage Nico Hildebrand. Hier haben wir die Ecke. Ach ja, das war diese Ecke, die da gerade verursacht wurde. Ecke von rechts, Nico Hildebrand. Ecke, Nico Hildebrand kommt bei Malte Kwaliszewski. 0:1. So einfach ist das. Schön. So einfach kann es gehen, nachdem wir schon ein paar Versuche hatten. So, Franz Kopp versucht es zunächst einmal mit einem 22-Meter-Schuss. Er schießt jedoch knapp am Tor vorbei. Wenige Sekunden später zieht Tobias Furtmeier aus ähnlicher Position ab. Diesmal ist der Ball eine leichte Beute für Bernd Leno, der sicher zupackt. Ecke von rechts, Nico Hildebrand. Diese Ecke stellt Bernd Leno nicht vor ernsthafte Probleme. Er kommt heraus und schnappt sich das Leder. Schön. Nächster Versuch. Freistoß Nico Hildebrand. Nico Hildebrand versucht es direkt mit einem Freistoß aus 27 Metern. Bernd Leno hält ohne Probleme. Aha, nicht schlecht. Und jetzt sind wir wieder beim Vorsprung von 15 Punkten. Ecke von rechts, Nico Hildebrand. Die Ecke wird zunächst von Janis Burnic geklärt, doch etwas zu kurz. Malte Kwaliszewski fasst sich aus 20 Metern ein Herz und hämmert den Ball aufs Tor. Doch Maurice Schumacher geht voll großes Risiko und schlägt den Ball volley zurück. Großartige Szene. So, und hier eine. Was? Der hat keiner ein Eigentor geschossen, oder was? Ecke von rechts, Nico Hildebrand. Maurice Schumacher will die Ecke von Nico Hildebrand per Kopf klären, aber trifft dabei die Latte des eigenen Tores. Noch einmal Eckball. Da würde er wohl jetzt am liebsten den Rasen anheben und die Aktion dritter verstecken. Das hätte schief gehen können. So, Ecke von links, Nico Hildebrand. Von links bringt Nico Hildebrand das Leder nach innen. Giacomo Gregori köpft aus 6 Metern knapp vorbei. Bernd Leno bleibt einfach auf der Linie kleben, schaut den Ball mit großen Augen hinterher und erneut. Und er erntet dafür vorwurfsvolle Blicke seiner Kollegen. Das wäre beinahe schiefgegangen. Nur beinahe. So, jetzt kriegen die Leverkusen aber mal eine Chance. Und machen den Ausgleich. Oje. Adelmo Cataldo. Nach Vorlage von Sinan Kurt. Weiter Einwurf von Julian Draxler von der linken Seite in den Strafraum. Sinan Kurt verlängert und Adelmo Cataldo ist ein Schritt schneller als Giacomo Gregori. Der Ball geht vom Innenpfosten unerreichbar für Benjamin Weber über die Linie. Das ist nicht so schön. Hier ist noch eine Glanzparade. Jetzt fallen die noch einen Schuss aus hier. Benjamin Weber ist dran. Super. Sinan Kurt legt am Strafraumrand für Federico auf und der zieht sofort ab. Doch Benjamin Weber ist schnell unten im linken Eck und hält die Kugel im Nachpassen sicher in den Händen weiter 1:1. So, jetzt machen wir wieder hier
Ach, schade. Nico Hildebrand marschiert durchs Mittelfeld und wird in letzter Sekunde von Julian Draxler gestellt, der seinen Schuss gerade noch abblocken kann. Bisher wurden 66% Angriffs- und Vergießen durch die Mitte gespielt. Ich habe das Gefühl, die halten sich gar nicht an unsere Anweise. Manuel Marz, gelbe Karte, nach taktischem Foul. Hier opfert sich Manuel Marz für die Mannschaft und unterbricht den Angriff von Bayer Leverkusen. Federico regt sich natürlich fürchterlich auf, denn da hätte sich ein gefährlicher Angriff entwickeln können. So, nochmal eine Chance für Leverkusen. Bayer 04 Leverkusen ist jetzt ständig in der Offensive. Federico mit einem gefährlichen Zuspiel auf Adelmo Cataldo, der den in den Rücken gespielten Ball noch in Richtung Tor bringt. Benjamin Weber ist da jedoch ganz so da und kann retten. Jetzt gehen die in Führung. Julian Draxler 2:1. Wird dies das 2:1? Stefan Ruhl sieht da ganz schlecht aus, als er von Julian Draxler vernascht wird, der den Ball danach aus spitzen Winkel ins Tor befördert. Ob Benjamin Weber etwas daran machen konnte, entscheiden wir später. Was? Ich habe gerade eine Alarmanlage. Nee, eine Sirene von irgendeinem Notfallwagen da gehört draußen. Ich weiß nicht, ob man die Aufnahme auch noch gehört hat. Nee, egal. War ich stehen geblieben. Ach ja, ich lese gleich weiter. Erstmal Halbzeit. Ja, das war nicht so großartig, ne? Da haben die ersten Halbzeit das Spiel gedreht. Dann bringen wir mal jetzt mal ein paar gute Leute. Hier, Hildebrand. Ach, wir haben gar keinen. Moment, wir haben einen Spieler zu wenig, das ist mir gar nicht aufgefallen. Der Walter ist gar nicht mehr da. Habe ich übersehen, verdammt. Ärgerlich. Ich bringe mal Kwaliszewski rein, um halt eine bessere Offensive zu haben. Ich glaube, das hilft. Ach nee, wir haben noch einen Wechsel offen. Ach, der war schon drin. Ich habe den rausgenommen. So war es, genau. Nee, Moment, ich bin verwirrt. Er hat auch schon eine Note. Ich verwirre mich gerade selbst. Was habe ich jetzt gemacht? Gehen wir mal zurück. Also, Malte Kist ist da. Dann bringen wir ihn dahin und ihn dahin. So ist das doch nicht schlecht. So, Marz kommt raus wegen der gelben Karte. Da bringen wir Cornelius noch rein. So, jetzt haben wir noch einen Wechsel offen. Wir könnten noch Dröge reinbringen. Weiß nicht, ob das viel bringen würde. Moment, der trifft so oft. Der trifft bestimmt heute auch nochmal. So, machen wir das jetzt. Es wäre doch gelacht, wenn er das nicht mal dreht. Meine Güte, ihr seid viel stärker als Leverkusen. Jetzt macht das doch auch. So, ja, Hildebrand hat gut gespielt. Ihr seid schon alle euphorisch, was soll ich denn noch sagen? So, jetzt mit den müdesten Leuten, die müdesten Leuten noch passieren. Ihr Spieler glauben fest daran, dass sie das Spiel noch rumdrehen können. Ja gut, dann auf geht's. Zweite Halbzeit geht los. So, was war noch stehen geblieben? Möglichkeit von der MTV Gießen, etwas ungenaue Hereingabe von Tobias Furtmeier, aber Transkop bekommt den Ball trotzdem noch irgendwie Richtung Tor. Bent Leno hat aber keine Probleme und pariert sicher. So, hier ist mit dem Schuss. So, jetzt kommen die Wechsel. Es kommt Helge Corneliusen für Manuel Marz. Es kommt Mo Mettel für Franz Klopp. Dies Schuss für Franz Klopp, genau. Und der letzte Wechsel ist Daniel Dröger. Kommt rein für Malte Kist. Ja, genau. Diesmal nicht ganz positionsgetreu, weil Kwaliszewski auch auf seinen speziellen Sturm gewechselt ist. Dann schauen wir mal, wie das heute läuft. Oder wie das jetzt läuft. In der zweiten Halbzeit erstmal die Chance für Leverkusen. Ein Schuss von Federico direkt aus der Drehung. Geht knapp am Tor vorbei. Ist ja gut, wenn die so loslegen, meine Güte. Und die kriegen noch eine Chance. Was ist denn heute los? Freistoß von rechts, Adelmo Cataldo. Adelmo Cataldo mit einem tollen Freistoß, der sich erst im letzten Moment senkt und es Federico erlaubt, sich hinter seinen Bewacher Cornelius davor zu stehen und Benjamin Weber mit einem kraftvollen Kopfball auf den falschen Fuß zu erwischen. Aber letztlich geht der Versuch doch deutlich am Tor vorbei. So, jetzt kriegen wir eine Chance. Auf geht's, macht das Ding. Ah, das hätte der Ausgleich sein können. Nach einem Knaller von Nico Hildebrand geht Max Konrad benommen zu Boden. Malte Kwaliszewski spielt den Ball nicht ins Aus, sondern flankt nach innen, wo Daniel Dröge mit dem Kopf zur Stelle ist. Aber der Kopfball geht dann doch gute 3 Meter am Tor vorbei. Weiter in 2:1. Wechsel. Duell pro Jampalo kommt rein für Federico. Und die nächste Chance für den MTV. Schade, Nico Hildebrand marschiert von der nächsten 16er, wartet dann aber zu lange und holt gegen den herausstürzenden Berlin und legt noch eine Ecke heraus.
Jetzt macht die Ecke rein. Das hat vorhin auch geklappt. Ecke von links, Nico Hillebrand. Die Ecke ist ein Tick zu kurz und kein Problem für Max Konrad, der den Ball auf Kosten einer weiteren Ecke klären kann. So, nächste Ecke. Macht die jetzt wenigstens rein. Jawohl. Und? Schade. Ecke von links, Nico Hillebrand. Nico Hillebrand bringt den Ball herein. Normettel steigt einen kurzen Pfosten hoch zum Kopfball. 2 Meter links vorbei. Wir wollen doch jetzt nicht verlieren hier. Maurice Schumacher, gelbe Karte nach taktischem Foul. Gelbe Karte, Maurice Schumacher. Maurice Schumacher muss einen Fehler von Andreas Fritsch ausbügeln und handelt sich durch einen Foul an Daniel Dröge eine gelbe Karte ein. Ah, Freistoß von rechts, Nico Hillebrand. Nico Hillebrand schlägt einen Freistoß Krach vor das gegnerische Gehäuse. Malte Waliszewski und Normettel behindern sich aber gegenseitig und Bertinen kann den Ball sicher aufnehmen. Spiel neigt sich dem Ende zu. Ist nicht so gut. Und die Leverkusen kriegen noch eine Chance. Oh, Glanzparade. Benjamin Weber. Ademo Cataldo legt am Strafraum für Andreas Fritsch auf und der Zieht kommt sofort ab. Doch Benjamin Weber ist schnell unten im linken Eck und hält die Kugel im Nachpassen sicher in den Händen. Nächste Chance für uns. Auf geht's. Ja, macht das. Jawohl, der Ausgleich. Malte Waliszewski, 2:2, Vorlage Nico Hillebrand. Der Ausgleich, ein langer Ball von Nico Hillebrand, erreicht den Fuß von Malte Waliszewski, der Problem ist, an Arsch Abdi vorbeikommt und alleine auf Bernd Leno zusteuert. Aus 13 Metern lässt er den Keeper von Bayern 04 Leverkusen keine Chance und nagelt den Ball zum 2:2 ins Netz. So, jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Riesenchance Leverkusen. Riesenkonterchance jetzt von der MTV Gießen, sie sind mit 5 gegen 3 in der Überzahl. Daniel Kröge mit Riesenchance frei vor Bernd Leno. Zieht ab. In den Winkel, perfekt gemacht. Jawohl, innerhalb von wenigen Minuten das Spiel gedreht. Daniel Dröge. Daniel Dröge vollendet einen blitzsauberen Konter mit einem schönen Tor. Jawohl, das ist schön. Super. Pack, vorerst gerettet. So, Piet von Preußen kriegt die gelbe Karte. Ja, toll. Wegen Haltens. Gelbe Karte, Piet von Preußen, taktisches Foul heißt es so schön im Fußballjargon. Fußballerjargon. Am Vergehen selbst ändert es nichts. Und daher gibt es Gelb für Piet von Preußen. Die Uhr trägt momentan die Farbe des Empfängergießen. Und jetzt haben wir schon 2 gelbe Karten in einem Spiel gesammelt. Das ist ja nicht so gut. So, Panagiotis Dimitropoulos kommt rein für Andreas Fritsch. Rechtes Mittelfeld hier. Und wir haben noch 10 Minuten. Genau, wollte ich gerade sagen. Auswechslung. Mario Wunderli kommt rein für Maurice Schumacher in der Innenverteidigung. So, jetzt wechseln sie in die Innenverteidigung. Jetzt müssen wir noch Tore packen. Nachdem Ademo Cataldo sich anscheinend verletzt hat, zeigt sich Tobias Furtmeier, als fairer Sportsmann und spielt den Ball ins Aus, um eine Behandlung zu ermöglichen. Bei Ademo Cataldo scheint es zum Glück nicht allzu schlimm zu sein. Eigentlich ein harmloser Steilpass von Tobias Furtmeier, aber der B04-Verteidiger Jenis Bosnic macht diesen zu einer Vorlage für Daniel Dröge. Der Angreifer zieht Volley ab und scheitert an gut stehenden Bernd Lehne. Oh, noch eine Chance für Leverkusen. Der weite Ball von Panagiotis Dimitropoulos aus der eigenen Hälfte. Ademo Cataldo bekommt es leider, nachdem Helge Corneliusen die Orientierung verloren hatte und den Angreifer von Bayern 04 Leverkusen ziehen lässt. Aber Benjamin Weber ist im Gegensatz zu seinen Vorderleuten wachsam und vereitelt die Torchance. So, gelbe Karte für Panagiotis Dimitropoulos. Panagiotis Dimitropoulos sieht hier gelb für ein Mini-Foul. René Ahrens sollte es nicht übertreiben. Auch Nico Hildebrand wirkt etwas überrascht. Und das Spiel ist so gut wie zu Ende. Jawohl, wir haben es geschafft. Nachspielzeit 1 Minute, ist vorbei und das war's. Schön. Jetzt haben wir immer noch unsere 15 Punkte Vorsprung. Das wäre beinahe schief gegangen. Huiuiui. Was ein Spiel. Erst hat Leverkusen gedreht und dann haben wir noch einmal gedreht. Und zwar so 2 Tore in so kurzer Zeit hier. 72. 73. Und auf einmal war das Spiel gedreht. Wahnsinn. Krass. Wahnsinn. Das war ein Spiel. Okay. Okay, da ändert sich immer wieder mal was. Die rutschen immer hin und her, die Stuttgarter und die Hamburger. Wir haben es geschafft, dieses Spiel. Ich wollte mal kurz mal überlegen, wie sieht denn das dann aus eigentlich? Wir haben fünf Spiele. Können wir verlieren und sind immer noch Erster.
Das hieße, am 29. Spieltag, wenn wir jetzt jedes Spiel gewinnen, sind wir am 29. Spieltag schon Meister. Oder so, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Kann sein, weiß ich nicht. Ich müsste jetzt zu lange überlegen. Aber es kommt ungefähr hin, glaube ich. Dann haben wir es fast geschafft, sind wir schon so gut wie Meister. Also hier, Stuttgart immer noch mit seinem Trainer Roberto Carlos. So, und hier haben wir drei Leute in der Mannschaft des Tages. Kwalicewski, Furtmeier und Hildebrand. Kwalicewski hat mit 2 Toren. Tröge zumindest mit 1, wenn ich mich recht erinnere, ne? Hier. 2 Tore Rückstand auf Alex Tapia. Oh, das wird noch spannend hier. Hat sich auch gelohnt, hier den einzuwechseln. Den guten Dröge. So, aber wir haben immer noch ordentlich Vorsprung. Hier 9 gelbe Karten weniger als Kiel, die zweitwerste Mannschaft. Schön. Und unsere zweite Mannschaft gewinnt gegen Augsburg. Auch gut. Gut. Dann geht's jetzt erstmal weiter. Was haben wir denn als nächstes anstehen? Lass mal kurz schauen. Stuttgart steht als nächstes an. Alles klar. Wir sind aktuell auf Platz 8. Hui. Was haben wir denn? Hammerl ist frustriert. Hat seit mehr als 465 Minuten kein Tor mehr erzielt und beginnt an sich zu zweifeln. Ach, das kommt mit dem Alter. Mach dir da keine Sorgen. Es geht zu Ende mit dir. So. Ruch erzielt 2 Tore, das ist schön. Dauter ist verunsichert. Schade. Das haben wir schon gesehen. Mannschaft der Woche, das haben wir auch schon gesehen. Hanno Meissner durch Vertragssituation unzufrieden. Ihr Spieler Hanno Meissner ist unzufrieden, weil sein Vertrag noch eine kurze Zeit läuft und nicht weiß, wo er in Zukunft spielen wird. Verliert 5 Moralpunkte. Echt? Sein Vertrag läuft aus? Wo ist der denn? Hanno Meissner. Moment. Was haben wir denn für eine Vertragssituation da unten? In der ersten Mannschaft läuft niemand aus. Da sind alle dicht. So. Hier laufen 2 aus. Die wollten nicht. Die wollten nicht. Ja, kann ich mich später nochmal dran setzen. Aber ich habe das Gefühl, gehe mal davon aus, die wollen wahrscheinlich immer noch nicht, oder? Gehe ich mal stark davon aus, weil es hat sich ja nicht viel geändert. Wäre natürlich schade, wenn die Verträge einfach auslaufen. Na gut, kümmere ich mich nach der Folge drum. Gehen wir erstmal ein bisschen weiter, oder? Was haben wir hier noch? Ach hier, guck mal da. Gut, dass ich noch dran gedacht habe. Schade. Kein Spiel gegen die gegen die A-Jugend. Stattdessen gegen Oggersheim. Klingt auch noch was, ne? Weiter geht's. Nächsten Samstag ist dann das Spiel gegen Stuttgart. Oder was? Oder ist das schon am Mittwoch? Ich habe jetzt kein anderes Spiel dazwischen gesehen. Es kann sein, dass es schon früher ist. Ist es sogar. Ist am Mittwoch. Ha, krass. Dann haben wir da Spieltag 27, 28 und am nächsten können wir dann, wenn wir alles gewinnen, sogar schon Meister werden oder so. Wenn ich mich nicht vertan habe. Kommt ja noch dazu, dass wir so eine Tordifferenz haben, die quasi uneinholbar ist, ne? Unsere Tordifferenz ist etwa dreimal so hoch wie die vom zweitbesten Dortmund. Wahnsinn. So viele Tore. So, die zweite Mannschaft spielt. Stellen wir euch mal auf. So. Und dann geht's weiter. So, dann gewinnen sie 13-0 gegen Oggersheim. Auch schön. Gut, und dann haben wir das Spiel gegen Stuttgart. Direkt am nächsten Tag. Weiter geht's. Da sind wir. Okay, jetzt haben wir noch eine Nachricht gekriegt. Oh, er fragt nach Verstärkung. Gibt es ihm persönlich wissen, ob seine. Nein. Wir holen keine neuen Leute. Höchstens aus der eigenen Jugend. Und ich glaube, die zählen nicht, oder?
Okay. Ich meine, wir sind ja so schon die stärkste Mannschaft der Welt, ne? Von der Stärke her. So, wenn ich das richtig im Blick habe. Okay. Dann, was gibt es zu tun? Eigentlich nicht viel. Mal eben hier nach Frische aufstellen, würde ich sagen. Ach ja, und Walter hochholen wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. Karl ist noch, ach guck mal, nur noch 2 Wochen. Und dann ist er natürlich noch angeschlagen, logischerweise. Das ist klar. Das heißt, wir können ihn auf jeden Fall für 2 Wochen nochmal hochholen. Auch wenn es jetzt nur 13 Tage sind, die er noch ausfällt. Aber danach wird er ja immer noch nicht da sein. So, Weber soll auf dem Platz stehen. Und der Rest, der kann eventuell so bleiben. Sieht's denn aus mit Perez? Machen wir lieber so. Aber ein frischer Punkt mehr. Oder wie sieht's hier im Sturm aus? Nee, das passt soweit. Jo, dann ist das die Aufstellung für das nächste Spiel. Nee, ist es eigentlich nicht. Warum hier? Warum passt das hier nicht? Keine Ahnung. Nee, gut. Jetzt haben wir die Aufstellung fürs nächste Spiel. Damit wären wir dann auch durch für heute. Also sage ich mal Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, ne? Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 € pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 € geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.